Willkommen bei TechFocus. Wir sind hier bei Samsung und haben ein paar Audio-Docs für euch, zum Beispiel das DE651, was ihr hier seht. Wir haben gerade ein Samsung Galaxy S3 drin stehen, hat ein wirklich sehr schönes Röhrendesign. Wir haben an beiden Seiten, ich glaube, insgesamt 50 Watt Leistung und das hat sogar einen Subwoofer noch hinten mit drin. Und jetzt hört ihr Konkurrenzprodukt im Hintergrund, aber ihr seht, wir haben schöne Anschlüsse. Hier ist der Subwoofer drin. Hier seht ihr, wir können direkt Also wir haben einmal auf jeden Fall einen Line-In, USB-Anschluss, da könnt ihr auch euer Gerät laden, wenn ihr es nicht vorne anschließt, Stromanschluss und das hier ist, ich glaube, ein Coaxial, also direkt ein optischer Eingang und jetzt probieren wir gleich mal aus, wie sich das Gerät anhört. Wir haben auf jeden Fall ein paar Touch-Tasten zum Beispiel hier vorne drauf, die sind nicht schlecht, aber wir haben auch eine schöne Fernbedienung mit dabei, die infrarot ist, zum Ansteuern und hier können wir jetzt theoretisch einfach Play drücken und ihr hört schon ein bisschen im Hintergrund die Musik. Ich kann jetzt hier die Volume auch ein bisschen aufdrehen und dann seht ihr auch hier unten schön immer, wie sich die Steuerung hier unten aufleuchtet, je nachdem, ob ich mit dem Audio nach unten gehe oder nach oben gehe, dann geht es in die Richtung. Und wenn ich jetzt nicht unbedingt per Bluetooth mich verbinden will, oder ich kann die Musik natürlich auch einfach pausieren. Ihr seht gerade, ist es über Bluetooth verbunden. Wenn ich jetzt mein iPad anstecke, kann ich auch direkt davor anstecken, dann wird das Samsung, denke ich mal, ebenfalls geladen. Dann muss ich hier unten mit der Funktionstaste das entsprechende Gerät auswählen. Mein iPad kann ich dann locken und in der Musik, ich drehe es mal ein bisschen leiser, müsste ich jetzt nur direkt vom iPad wird es abgespielt, dann kann ich hier das Gerät direkt auswählen und dann der Sound schon direkt aus den Boxen von dem Samsung D651 und das hört sich sehr gut an, auch vom Bass her, es ist sehr satt. Im Vergleich zu einem ähnlich teuren 300 Euro Jambox Big ist der Sound bei Samsung wirklich erheblich besser und ihr seht, es können gleich zwei Geräte direkt bedient werden und extern kann man auch noch per 3,5 mm Port noch mehr Sachen anschließen, aber das ist wirklich sehr praktisch, sehr übersichtlich, nicht kompliziert, wobei ihr müsst aufpassen, bei euren Bluetooth-Android-Geräten müsst ihr aktiv eine Samsung-App runterladen, die wie folgt ausschaut, da genügt es nicht einfach anzuschließen, sondern man muss hier diese Samsung Wireless-App runterladen, die dann automatisch erkennt, was für Geräte sind in der Nähe, was Bluetooth angeht und dann sich verbindet. Mein Name ist Balaschgal, das war das Samsung D651 hier bei einem Event in München. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.